Stefan Rabic, wie war die erste Nacht in diesem fantastischen Bergtrikot? Ja, eigentlich ganz geil, aber ich glaube, dass heute da die größere Aufgabe für mich, das zu verteidigen, wird sein. Schauen wir mal, vielleicht geht es wieder eine Gruppe aus, aber für mich ist es schon einmal ein Erfolg, dass ich es überhaupt an den Tag getragen habe. Und war ein geiles Gefühl. Du bist ja wirklich ein Spezialist für Trikots, für Wertungstrikots. Du hast, glaube ich, schon 10-mal irgendwelche Trikots, Sprint- oder Bergtrikots gewonnen. Das liegt da, oder? Ja, weil ich halt, sagen wir mal so, ein sehr offensiver Fahrer bin, halt immer attackieren. Und irgendwann wird das halt belohnt. Leider voriges Jahr ist es nicht ganz ausgegangen bei der Österreich-Rundfahrt, aber vielleicht geht es da aus. Wenn man sich die Ergebnislisten bei der Tour auf die Alps ansieht, welche Leute da mitfahren, das motiviert ja zusätzlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, dass man mit den ganzen Stars fahren kann, ist unglaublich. Und deswegen ist das schon was Besonderes, da einmal ein Trikot zu tragen. Und hoffentlich noch sehr lange. Ja, ich hoffe es bis zum Ende. Schauen wir. Und was erwartest du von den letzten beiden Etappen, die ja durch Tirol führen, zuletzt auf dem WM-Kurs? Ist sicher auch was ganz Besonderes für dich, oder? Ja, sicherlich. Also ich erwarte mir eine Mörderstimmung und vielleicht mit dem Trikot in Innsbruck, das wäre halt schon geil.